Wo hast du den gestohlen? Ja, von wo? Von dem Bogen montiert von alten Stücken. Waffelhard, wo fahren wir jetzt hin? Hartberg. Die grüne Mark. Ei, 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 wir machen uns den Sterben frei. Ei, 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 die Sterben, die werden mehr. Jacken habe ich gekriegt. Alter Vater, hä? Good morning! Grüß dich! Super! Hey, hast du deinen Panzer schön? Das ist der Bau. Hast du schon Panzer am Teil? Besser muskulös! Ich hab trainiert, ne? Oh, da kriegst du ja die Startnummer, Mario, hä? Ja, der Dax wird da bestückt. Ja, wir lesen eben Startnummer und Software. Schache! Zeig mir mal dein Moped da! Papa Schache, du musst auch mit! Wie schaut's aus? Was gibt's für technische Details und Erneuerungen? Ja, ich fahre am 74 Vital-Kit, eh, fast wie die Bären eigentlich. Ja. 24er Polini-Vergaser, Zylinder ist geportet. Ja, ja, natürlich. Wer hat den geportet oder verraten wir das nicht? Ich weiß nicht. Strenggeheim. Strenggeheim, okay. Ja. Ja. Dann Selektra-Zündung, oder? Selektra-Zündung, MBR-Getriebe. Ja. KTM-6-Kupplung, ja. Mit einem speziellen Korb, das war eigentlich eh schon hübsch. Oh. Na, du kennst uns doch, gell? Ich wünsche uns für diesen Tag ein wunderschönes Rennen. Ja. Maximal Ergebnis und dass sich keiner wehtut, gell? Genau, das ist das Wichtigste. Papa-Schache, bei dir, ja, Söring, Söring, ja. Söring ist klar, ja. Außer Zündung, ich habe eine BVL-Zündung. Okay, ja. Aha, das sehe ich schon da für Reichen, ja. Auch 24er Vergaser, Hitler-Kit geportet, gell? Geportet, ja. Ja. Vorwerk habt ihr beide schon mal gehabt, oder? Ja. Nicht schlecht, ja. Also ganz wichtig zu sagen, der Auspuff ist noch von Zeich. Ja. Geht super gut. Ja. Gibt's nichts. Ja. Kann ich auch bestätigen. Was wir da ja. Ja. Ich habe einen Auspuff offen. Okay, Husqvarna. Husqvarna. Von euch her Gegend, oder wie? Wie weit ist Matikhofen von euch? Matikhofen ist eine halbe Stunde zum Fahren. Okay. Von uns. Ja. Dann waren wir 46. Was ist los? Wann die Russen? Wie schaut's aus? Nicht viel. Ich brauche eine Mischel. Wirklich? Ja. Jetzt brauchen wir die auch noch. Jetzt musst du auch noch erklären, was da alles aufgebaut ist. Ja, ein bisschen zusammenbasteln. Das erste Rennen mit 70 Kubik. Ja, du fährst den normalen Buch gehabt, glaube ich. Ja, so, gell? 50 Kubik kann man normalerweise. Ja. Das ist der Ersatzmotor, falls der hier wird. Okay. Schauen wir mal. Recht viel Test haben wir noch nicht. Ja, was hast du denn für einen Zylinder oben? Ideal, bei der Stress ja Zylinder 70 Kubik. Okay, KTM-Fahrwerk. Hä? Ja, 85er KTM. Ja, das wirst heißen, du wirst heute... Das ist heute gut, oder? Ich glaube, das wird zu schwach sein, wenn wir im Fahrwerk. Das haben wir im Winter umgebaut. Vorher habe ich dasselbe gehabt wie es mit Fahrrad. Die 4-Stunden-Rennen ist das immer ein bisschen zwach geworden. Ja, das stimmt. Ja, das merkst du immer. Fahrrad auf der. Ja. Smart Cup oben, oder? Ja. Das ist das erste Mal, dass man da in einem Video einen Smart Cup sieht von uns. 20 mm meinen Kopf. Sehr spitzengerät. Was ist los, Baffalad? Neues Renngerät. Wir haben sie schon angefilmt bei dir, wenn wir da waren, Gabelkopf-Party. Kennen Sie die Leute schon? Ja, fühlt man nicht gesehen. Komm. Ja, der Ronda-Zylinder. Du warst am Prüfstand, habe ich gehört. Gell? Du bist jetzt der Einzige, was da Zahlenwerte endlich verraten kann. Über Zahlen reden wir nicht. Oh ja, Zahlen lügen nicht. Sag uns was. Sag uns eine Zahl. Ich muss noch in etwa sein. Circa zwischen 15 und 20 PS. Okay. In der Mitte drin nehmen wir also auch 17, würde ich sagen. Hallo. Sagst du mir einen schönen Zupfer? Sehr schön. Bremsen gescheite Umbüffel, glaubst du, dass du heute bremsen musst? Pff, wer bremst, verliert. Normal schon, gell? Gescheiter Dämpfer. Auspuffer ist von was? Moped. Hayabusa. Perfekt. Ja. Bam, bam, 46, jetzt haben wir den wichtigsten, den haut's wie um, wenn ich mit der Kamera komme. Stöpsele, da ist die Stöpsele. Jetzt haben wir das schönste Moped vom Starterfeld da mal drauf. Bam, bam, 46, was hat's die Neuerungen gegeben, sagen Sie es einmal. Wie bist komplett du verwandt und verschwägert mit dem Valentino Rossi, sagen Sie? Komplett neue Mural. Der Rossi hat mir alles nachgemacht. Ja. Das mit der Startnummer und so, gell? Mhm. Ja, du fährst ja doch schon länger als er. Aber was hast du neue Mural, sagst du? Neue Ausländer drinnen. Neue Ausländer. Okay. Der Ronda Racing. Ja, 65er Scalvini Auspuffanlage. Der Ronda Racing, ich glaube, da müssen wir mal ein Video dran in naher Zukunft. Auf oder? Jeden Fall. Ich glaube auch. Also, wir verraten wir jetzt nicht zu viel. Außer, dass das das schönste Moped vom Feld ist, habe ich gehört. Da zählen die Leute, ja. Da zählen die Leute, okay.
gleiche Themen erspannen. Ja. Neue Fäden drauf, nämlich. Im Satz glaube ich gleich so entlang. Eine neue Fäden habe ich erst aufgedacht. Ausstart oder was? Wahrscheinlich. Ich glaube, dass ich die neuen Fäden so auszahle. Wie der Schuh, gell? Nehmen wir jetzt aus. Alles klar, bei zwei. So, Dark Spectre Qualifying vorbei. Wie ist es gerein? Ja. Grundsätzlich gute Basis. Ja. Aber eine richtig schnelle Runde habe ich nicht zusammengebracht, wenn es mir immer ein wenig eintrat. Okay. Das heißt, ja, im Rennen sind wir nachher erst die wahre Zeit. Okay. Bambana 46er. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus, oder was? Ja, sag mal, was sind deine Eindrücke? Ja, extrem wilde Strecken. Vorwerk? Vorwerk war am Anfang ein bisschen wert, aber es sollte jetzt passen für das Rennen. Okay, sehr gut. Totti, was sagst du, Favoriten? Schwierigkeiten. Ich war dafür Mario Rudolph gewesen im Panzer, aber der ist leider nicht anwesend. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wer da mein Favorit sein sollte. Ja, ey, wir schauen mal den ersten Lauf, oder? Ja, schauen wir sie an, ja. Ja. Also, gleich geht's los. 13 Uhr, oder wann? Ich 2. Was hast du für einen Startplatz? Von Bana 46 auf den Startplatz? 46. 46, okay. Gernot, wie sieht's aus? Ja, passt ja. Passt? Sie. Startplatz? Keine Ahnung. Gute Strecken. Glaubst du, dass wir 10 Minuten Vollgas durchbringen? 10 Minuten? Wie, das können wir eine halbe Stunde fahren? Ja. Gut. Marcel Macker ist zwar der Nachwuchsfahrer vom Team Hofstadler, oder was? Ja. Und wie schaut's aus? Was sind eure Erwartungen für heute? Zeigt es mir mal eure Mopeds. Boah, Marcello hat ein neues Gerät, hä? Ja. Erklär uns das, wo ist das her? Das ist von Watson. John Watson, oder? Fischer. Ja, wild. Und bist du schon ein wenig Probe gefahren damit? Ja, ein Garten ein paar Runden halt. Ja. Und, wie da? Ja, geht eh gut. Gleich was anderes, gell? Ja. Ja, voll super, hä? Und da hat es heute die Hobbyfahrer ein wenig rein. Die Bambana und Büffel. Das ist so, ja. Ja, ja, das wird klappen. Das ist dein Gerät, gell? Das ist Marcello sein Vorgängermodell, glaube ich, gell? Ja, stark. Und? Eigentlich nicht viel, also fast gar nichts verändert. Ja, und so. Heute erstes Rennen eigentlich, oder? Ja. Ja. Ich bin zwar schon mal in Probe gefahren damit. Ja. Also richtig ausfahren habe ich es eigentlich noch nicht können. Ja, ja, das wird ja gehen heute auf der Strecke, hä? Ja. Ja, ich bin gespannt, hä? Freut sich schon alle? Ja. Das ist so cool, jetzt haben wir alles schon Nachwuchsfahrer auch da. Mhm. Das ist echt cool, hä? Das heißt, es wird nie aufhören, die ganze Spinnerei. Ja. Marco, das ist dein Gerät, ja, die Feuerwehr, das oder? Ja. Nennen wir es immer. Ja. Ja. Da ist auch mein Bruder das erste Mal gefahren. Ja. Machst du gerade das Interview mit den drei Newcomern? Ja, genau, ja. Die drei sind die Newcomer und fahren heute das erste Rennen. Ja. Von dem Ganzen. Und natürlich ist es unsere Zukunft. Das ist unsere Jugend, ist die Zukunft. Auf der fahren wir. Startnummer 1 Siege der Mario, warum hast du Startnummer 1 letztes Jahr Buch Maxi reingesprungen? Ja, sehr hart verdient das Ganze, sehr, ja, sehr hart. Sonst, ja, es hat sich nicht viel geändert. Ja, du hast einen neuen Auspuff gemacht. Ja, also nur mal zum Anfang, ein Garital-Kit, 74 Kubik, wir haben bei den Schacheln schon gesehen, bearbeitet. Wer hat bei dir bearbeitet? Das Super Mario. Das wird in der Hofstadler Garage gemacht. Hofstadler Akademie. Ja, wir tun da nachher zechten. Du bist auch noch von der Hofstadler Akademie, oder? Ehrlich? Okay. Dann hast du auch einen 24er Flachschieber, Vergasersäge, der Dark Spectre Anreißer ist ganz wichtig, gell? Zündung? Zündung ist ein BVL, ist drinnen. Okay. Mhm. Ja. Vorwerk hinten auch neu, gell? Ein bisschen, ja, ein da habe ich ein Old Night gemacht. Ja. Also früher mal, das ist irgend... Habe ich schon mal erklärt, ein Derby oder irgend so was Federbein. Und vorne die Mazzocchi-Bomber, nicht? Ja, da sehe ich gerade. Das schlägt nämlich einmal, ja, in der Runde voll durch. Ja. Ich habe heute schon Blut, ich bin aber nur 5-6 Runden bin ich gestern gefahren. Bist du deppert, jawohl. Und es ist sehr anstrengend. Das ist ja eine richtige, eine technisch fordernde und körperlich extrem fordernd. Ja. Der Teamchef ist da, Ewald. So, jetzt bist du dran, komm mit gleich. Alle haben schon gehört, sag deine Geheimnisse, du entgehst uns auch nicht. Was, schon wieder? Ja. Ich hab keine Geheimnisse. Sag mir her. Ja, ja, das sagen immer die, was keine haben. Das ist dein wildes Gras, Maxi. Haben wir eh schon mal, genau, vorgestellt, gell? Ich sehe schon, also ein Video festgehalten. Ja. Das weiß jeder, wie es ist. Klar, wie der neu lackiert, gell? Neu lackiert, das ist richtig. Wie nach jedem Rennen. Aber sonst hat es keine gravierenden Änderungen gegeben. Ja, Ewald, deine Erwartungen heute. Wie schaut's aus?
kann man nicht sagen. Schwierige Strecken. Ja. Das ist. Ja, komplett was Neues. Einmal ein Hang komplett. Hast jede Kurve, wenn man da schaut, jede Kurve hängt irgendwie nach außen, oben zu. Dadurch das Gras auch sehr saftig ist, ist rutschig zum Fahren. Jetzt mal Gas geben, muss man aufpassen, dass das Hintergestell wegfährt. Und sonst, ich glaube, sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Ich glaube, die Viertelstunde wird richtig reingehen. Das glaube ich. Ja. Machen wir was zum Luft auslassen. Ja. Was zum Luft auslassen. Oh,
Keinen drauf lassen sollen. Warum? Ja, wenn ich auf der Geraden raushupfe, dann ist es einfach zu locker gewesen. Eine Frage! Und hinten der da, der verstellt sich auch anscheinend da, weil da ist schon wieder die Mur da runtergegangen. Es ist vorne auch herunter. Oh,
ich kann nicht mehr. Gratuliere mal. Super. Jetzt ist es ein Problem alles. Ja. Ja, jetzt ist mir noch einmal passiert, sogar genau dasselbe. Immer so knapp am Grat von der Dings gefahren, dass nachher das Vorderrad runtergerutscht ist. Und ich bin in dem Moment, wenn ich normal bin, ich immer hinten drauf bin, und genau in dem Moment habe ich außen abgesetzt. Und jetzt drücke ich mich voll raus. Und dann mal, da bin ich so vier und dann habe ich da noch so gesehen. So. Da muss ich raus. Nein! Film das, Schacke, film das! Der Jason! Weißt du, wie ich das so much weight on my shoulders.
I go. Should I run both ways before you cross me, baby? Cause I don't break for boys. I'm moving on. Ich hab die Runde vor, als ich wieder Ewald da runterbremse und denke mir so, nächste Runde ist soweit, ich verbremse sie wieder. Und auf einmal ist es schon grutscht, ich hab mir gedacht, der fährt sowieso gleich da durch. Aber. Both ways before you cross me, baby, cause I don't break for boys.